Die Inklusionsarbeit in der DRW hat eine langjährige Tradition, die ihren Ursprung in der Behandlung von Lepra hat. Diese Krankheit kann schwerwiegende Behinderungen verursachen, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Inklusionsarbeit soll jedoch nicht nur Menschen zugutekommen, die von Lepra betroffen sind. Im Sinne des Leave No One Behind-Ansatzes setzen wir uns für vulnerable und marginalisierte Personengruppen ein, und dazu gehören Menschen mit Behinderung jeglicher Art. Unsere Projekte sind von Grund auf inklusiv konzipiert. Das heißt, Menschen mit Behinderung werden von Anfang an im Planungsprozess mitgedacht und einbezogen. Und das gilt auch für Ihr Umfeld. Wir arbeiten hier mit einem gemeinschaftsbezogenen, inklusiven Entwicklungsansatz, CBID. Das bedeutet, die Gemeinschaft selbst ist die treibende Kraft für die Inklusion. Die Entwicklung einer Gemeinschaft wird unter Beteiligung aller gefördert. Das heißt, auch Menschen mit Behinderung werden einbezogen und ihre Bedürfnisse berücksichtigt. Ohne Inklusion können daher langfristige Entwicklungsziele nicht erreicht werden. Das ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Wir unterstützen lokale Gesundheits- und Rehabilitationsdienste, fördern den Aufbau von Selbsthilfegruppen, stärken Selbstvertretungsorganisationen, bieten Schulungen für Personal an und schaffen barrierefreie Zugänge zu Schulen und öffentlichen Einrichtungen. Wir unterstützen auch mit Hilfsmitteln wie Gehhilfen, Rollstühle und Prothesen. Und darüber hinaus engagieren wir uns für die Unterstützung von Regierung und Behörden, um sicherzustellen, dass alle Menschen ihre grundlegenden Rechte wahrnehmen und an allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens teilhaben können.